Die Aufnahme läuft ja eh schon, deswegen kann ich ja so entspannt. Bei mir läuft's. Ja, bei mir läuft's auch schon. Sagen, wann. Also herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von... Was spielen wir hier eigentlich? Guild Wars 2, immer noch. Guild Wars 2, immer noch. Deswegen, wir haben da... fühlt sich gerade eher an wie irgendeine Schlachterei von Spinnen. Aber ja, wir haben jetzt hier mal losgelegt und wollen unsere nächsten Quests erledigen. Immer noch mit dem Ian. Genau so, ich wollte gerade sagen, ich hatte hier vergessen, ich wollte mir gerade der Community sagen, ja, hallöle, wie geht's euch? Ja, ich dachte mal, ne, lass uns auch so richtig Zeit. Also, ja, jetzt haben wir eine neue Dingsbums, wir machen das Herzchen, machen wir gleich fertig. Genau, na, das geht ja parallel, die Spinnen sind ja auch hier drin, deswegen kann man das ja entspannt erledigen. Das geht ja ganz gut. Ja? Ja. Ich hau hier gerade Schuppen im Körner. Oh, ich habe irgendein anderes Beinkleid noch gefunden. Das ist ja toll. Weiß ich noch nicht, ob das jetzt zu der Bringer ist. Oh, so einen giftigen Pilz zerschmettern. Ja, ich esse die ganze Zeit diese Rotkäppchen hier. Oh, was ist das denn? Giftschleim, geh weg! Ist das eklig? Ich bin vergiftet. Wo bist du denn? Du bist ja irgendwo sonst wo. Nee, ich bin doch nicht vergiftet. Ach, du bist da unten. Ich bin noch in der Höhle. Ach, guck mal, Event war erfolgreich. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin Brock. Oh, du kannst aber jetzt mal kommen, weil jetzt müssen wir die Spinnenkönigin typen. Da bin ich bis so. Wo? Ich komme. Hier oben in der. Ich meine, gib mir. Oh. Ach, was rennst du denn so weit weg? Ja, die ist hier oben. So, ich habe sie eingefroren und jetzt ist sie getötet worden. Bam. Ach, Event war erfolgreich. Ne? War für dich nicht? Ich sehe dich noch nicht. Ach, da hinten bist du. Eine neue Version ist verfügbar. Euer Spiel wird eine Stunde... Ach, wollen die uns mal holen? Warum das denn? Hier ist ein Spinnennetz. Oh, cool. Ich habe einen Stab bekommen. Das ist ja toll. Ich habe gar nichts bekommen. Hineinkriechen. Ich krieche mal hinein. Ihr seid zu groß für das. Das ist Reichweite. Was? Kriech mal in das Nest rein. Hier, wo ich stehe? Wo du stehst? Ich komm mal vorbei. Oh, warte, ich muss noch kurz die Spinne. Ach komm, jetzt hab ich doch Event verpasst. Ach komm, ey, er kriegt da voll den geilen Start. Ja, aber ich war auch gerade so noch rechtzeitig da. So, was ist so klein? Ach, dieser Kokon. Oh, hier kann jemand entnehmen. Guck. Ja, das zählt für die Quest. Hä? Ich komm da rein. Pilz. Hilfe! Ich konnte da reinkrabbeln. Ich kann hier Pilze sammeln. Ja. Ey, guck mal, wie klein. Ich bin klein geworden. Guck mich mal an, ich bin klein. Guck mal, ich stehe neben dir. Jetzt kann ich da bestimmt reinkriegen. Das ist ja toll. Ich krieg da jetzt rein. Ja, krieg da rein. Wie mal rechts. Oh. Jetzt bist du wieder groß. Das ist ja lustig. War ich eben auch klein? Vielleicht bin ich deshalb reingekommen. So, zack, bumm. Ach, cool. Mit Tab kannst du ja übrigens anscheinend neue Gegner anwählen. Das ist ja auch toll. So, ich habe die Quest schon abgeschlossen. Du auch? Nee, noch nicht. Versteckte Spinnen sammelt Rotkäppchenpilze. Achso, ja, das habe ich jetzt schon gerade fertig. Ich bin Stufe 5. Juhu. Ach, du willst mich doch verarschen. Da hinten sind Pilze. Gib mir Pilze. Begleithandwaffe. Ui. So, und jetzt das Herzchen hier. Ja, was ist denn da? Pilze. 49 Münzen, 98 Karma kriege ich. Mehr Pilze. Ja, ich bin ja gleich fertig. Mein Gott, ich brauche nicht mehr viel. Ja, mach doch. Ich guck mal in Ruhe in meinem Inventar. Aber ich bin klein. Zwei winzige Beutel. Was haben wir denn da? Winzige Gebeutel. Ich bin gebeutelt. Knochensplitter, wow. Nicht unsichtbar. Was? Ach, Rotkäppchen. Ach, die kann man einfach sammeln. Ja. Ach so. Und dann kann man die zubereiten lassen. Ach so. Ja, dann brauche ich noch mehr davon. Das ist ja wohl logisch. Dann sammle ich jetzt alle. Das ist ja klar. Wenn die jetzt hier rumstehen. Ja, ich zerquetsche. Was machst du denn da in der Ecke? Hier, ich helfe dir mal. Nein, ich helfe. Ich helfe. Zählt das dann nicht für dich? Doch, oder? 9% im Kaledonwald abgeschlossen von allen. Yay. Wenn wir das abgeschlossen haben, kriegen wir eine große Truhe. Was ist denn da unten? Irgendwas ist da unten auf der Karte noch. Aber ist ja cool, dass es hier immer so Events gibt mit dieser großen. Ja, das hatten wir ja gerade, als wir offscreen waren, halt, haben wir kurz drüber geredet. Man kommt ja nicht zur Ruhe. Also. Das stimmt. Ja, ist immer irgendwas. Ein Rotkäppchen habe ich gefunden. Das geht immer. Rotkäppchen. Ja, genau. Die kannst du einsammeln und diese Elain, die kann das dir machen. Warte, guck mal. Warum bin ich denn jetzt Stufe 5? Konserviertes Rotkäppchen für 48? Oh, ich kann mir Spinnenhandschuhe kaufen. Oder Stulpenhandschuhe.
Du willst mich verarschen, warum bin ich denn Stufe... Ey, wieso greift ihr mich an hier? Was ist das denn? Was ist das denn hier? Achso. Oh, da ist ein Braunbär gekommen und hat die Spinne getötet. So, ich habe einige Rotkäppchen gefunden. Ich bin klein. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Der Bärchen ist vom Spieler, vom anderen Spieler. Hä, habe ich jetzt die abgegeben? Ey, ich habe die Rotkäppchen abgegeben. Habe ich jetzt dafür was bekommen? Wo denn? Wo hast du das abgegeben? Bei der Elain, die hier mit dem Herzchen. Achso, warte, ich komme gleich. Ich habe hier noch was. Okay, ich bin unterwegs. Habe ich jetzt dafür was Tolles bekommen? Ich bin schon wieder klein. Nein, und... Ja, hier. Okay. Was läuft denn bei dir wieder? Ich habe noch ein Rotkäppchen gefunden. Jo, kaufe ich mir Rotkäppchen-Stülpenhandschuhe? Ja. Ist sie noch nicht. Ich habe hier in letzter Zeit etwas Interessantes aufgestellt. Was? Rotkäppchen, Stulpen, Handschuh. Ja, Handschuh. Achso, ich aber bin noch kleiner als gewöhnlich für 1 Minute 14. Was? Ich bin auch noch klein. Aber alles gut, brauche ich ja nicht. Ich kann ja ruhig klein sein. Ich brauche keine Handschuhe, ich habe keine. Ja, du hast, wie stark sind die denn, deine Handschuhe? Was haben die denn für Werte? Warte. Meine können Verteidigung 12 plus 1 Kraft. Oh, okay, dann kaufe ich mir doch die mal. Ding! Was können die denn? Die haben 15. Ah, okay. Und 2 Präzision. Nee, da spare ich mir mein Geld. Okay, na, ich hab die mir mal geholt. Was ist das hier? Mächtiges Rohlederbeinkleid. Verteidigung 17 plus 3 Kraft. Achso, dann nehmen wir das doch. Das ist auch besser. Guck mal auf die Karte. Wo ist denn das nächste? Wir hatten noch mehr Herzchen. Wir hatten 5 Herzchen draufgedeckt. Ja, genau. Also wir müssen als nächstes auf dieses Feld. So quasi von uns aus jetzt nach Südosten. Also im Prinzip nach links. Ich sehe es nicht auf der Karte, aber ist egal. Ich folge dir halt. Du folgst mir. Okay, wir sind fertig. Ja, warte, wir können auch ganz viele. Eigentlich können wir noch Rotkäppchen sammeln. Ich will jetzt mal wissen, was man dafür kriegt. So. Oh, ich bin schon wieder kleiner. Oh nein. Hä? Ich habe doch die Handschuhe ausgerüstet. Egal. So. Jetzt weiß ich überhaupt, also, was haben wir denn? 357. Entschuldigung. Wenn ich jetzt Rotkäppchen abgebe, habe ich immer noch 357. Hä? Was macht denn das? Ich kann diese Rotkäppchen hier abgeben, aber. Kriege ich dafür irgendwas Tolles? Ich weiß es nicht. Habe ich dafür Geld gekriegt? Nicht sagen. Man sieht leider auch nicht, was man gekriegt hat, oder? Wo? Cool. Was? Wie? Ich bin wieder groß, du bist immer noch klein. Ja, ich bin immer noch klein. Egal. Ich laufe so klein weiter. Ist auch okay. Okay, laufen wir mal los. Pass auf, dass ihr nicht auf die drauf dreht, ehrlich. Ich kann unter der Hirschkutte gib der Kuh. Du dumme Kuh. Au, die haut mich. Die ist stärker als du, die Hirschkuh, glaube ich. Ich habe ein Stück Wildfleisch gekriegt. So. Oh, ne, das hätte ich die mal doch umhauen sollen, ne? Nom. Nee, hey, du kriegst so alles Erfahrung und alles, was du nebenbei hier wegkriegst. Ja, ich hau die Fledermaus weg hier. Gib ihr. Kriegst du alles Erfahrung. Okay. Ja, dann gehen wir mal los hier. Legen wir mal los. Ja, wo ist das blöde Herz? Ich sehe kein Herz. Was denn jetzt? Was ist das denn? So, was haben wir da hinten noch? Ja, okay, reicht jetzt. Kannst aufhören zu schießen, die ist schon tot. Okay. So, hier auf diesem komischen Feld. Oh, was sind das für Viecher? Ein Jaguar. Wir laufen hier in Jaguar rum. Ist immer noch klein und ist. Moment, aber. Nee, eigentlich muss ich langsam mal wieder. Das sind keine Jaguar, das sind unsere Tiere. Ah, Daniel, das sind Panther. Ja. 15 Sekunden. Die Morgenspira. Wo rennst du denn immer? Was? Hier geht's zum Herzchen. Was ist das denn hier? Was ist das? Hier geht's zum Herzchen. Morgenspirale habe ich hier entdeckt. Ach so, nee, warte. Wir müssen erst zu diesem Ding lernen, wie man ausweicht. Ah, da ist es. Alex, da ist es. Ja, ich weiß, aber wir müssen erst an zu diesem. An das kann ich mich erinnern. Wir müssen erst zu diesem Ausweichen-Ding hier unten wohl. Alex. Ja, Alex. Ich komme sofort. Ich glaube, wir müssen erst hier hin. Siehst du das hier in der Luft? Ja, das sehe ich. Das sieht ziemlich krass aus. Da kannst du hochspringen. Okay. Und du kriegst am Ende eine richtig geile Belohnung. So, was erzählt richtig du denn geile, hier? Richtig geile. Mit rare Geschichte, ja? Okay. Die siehst du auch unter anderem. Moment, das ist dieses. Helft Heinhüter Brudians bei der Beseitigung untoter Kreaturen im Gebiet. Jetzt warte erstmal. Ja, ich mach ja gar nicht. Ich stehe hier oben. Siehst du mich?
Ich stehe über so, dir. Siehst du das gelbe Symbol da? In der Mitte, unterhalb von diesen fliegenden Dingern. Ja. Das ist ein Heldenpunkt. Okay. Das ist sauschwer. Aha. Dieses Ding hier bin ich stundenlang, ich hab Stunden gebraucht. Da oben ist einer rumgelaufen. Grade. Ja, du kannst da komplett hochspringen. Krass. Und gibt's auch unten noch ein Event, da kann ich mich genau dran erinnern, weil ich hier so viele Stunden dran abgehalten habe. Grausam. Da bin ich mal gespannt, ob wir es hinkriegen. Aber hier, guck mal, ich bin erstmal hier oben, weil wir müssen ausweichen lernen. Ich glaube eher, dass ich den offscreen mir hole, weil... Na ja, dann offscreen. Ach, gucke mal. Ich kann jetzt meinen... Du kannst ja auf jeden Fall versuchen. Mein Dschungelpirscher kann ich jetzt befehligen, anscheinend. Das ist ja toll. Ja, aber ich nicht. Warum nicht? Warte mal eben. Bist du Level 5? Hast du mit der schon geredet hier? Nee, hier, ich bin hier oben über dir. Auf dem Berg bin ich. Hier, ich bin bei dem Herzchen. Ja, ich bin bei einem anderen Symbol, wo hier ausweichen lernen steht. What? Ja. Hier oben. Hier. Ich hüpfe mal. Jetzt stehst du genau unter mir. Ja, aber ich muss doch rechts hoch hinten. Das weiß ich auch nicht. Genau. So, dann machen wir hier da dieses Ausweichen. Ich quatsch mal mit der. Was macht die denn hier? Was soll ich denn da machen? Ja, wie verstörend, den Kreis aus den Pilzen vorbeizukommen. Mhm. Ich weiß nur, dass ich mich beim ersten Mal durchspielen zu lange aufgehalten habe. Was muss ich hier machen? Was? Ah, hier ist eine Truhe, die muss ich nur öffnen. Okay. Weicht drohenden Gefahren in. Cool, ich habe Stiefel gekriegt. Aus dem die V-Taste gedrückt. Ja. Was soll ich da machen? Du musst einfach nur V drücken, während du läufst und dich da durchkugeln durch die Pilze. Und dann zu dieser Kiste hin. Hä? So wie ich. Du, genau. Ach, mehr ist das nicht? Nee, mehr ist das nicht. Und dann kriegst du Schuhe. Beschlagene Stiefel. Jetzt bin ich nicht zurückgekommen. Ja, cool. Okay. Das ist auch schon mal was. Ja. Ich jetzt auch. Ja, ich hab's jetzt begriffen hier. Ich muss. Was kann man hier noch mehr? Was war's? Ja, das war's. Das ist ja schön. Erstmal heil. Das ist ja schön. Das sah jetzt gut aus. Achso, muss man mit der reden hier? Weiß ich nicht. Nee, also ich glaube, sonst hat die mich nicht mehr. Nee, das lass mich versuchen. Ja, das war schon die Geschichte. Ich werde es ausprobieren. Okay. Ist eine neue Kiste dann? Nee. Ja, mehr ist ja, glaube ich. Nochmal neu die Quest machen. Das war auch schön. So, und jetzt kann man irgendwie da hoch. Ja, zeige ich dir, aber. Oh Gott, ey, das kann ich. Herzchen da, Herzchen. Ja, erst Herzchen. Okay, erst Herzchen. Machen wir erstmal Herzchen. Was ist denn das hier? Ein verdorbenes Raupenloch. Was ist das denn hier? Was kann ich für euch tun? Erzähl was über diesen Ort. Erstmal fangen wir mal so an. Achso, Gruppe erledigt. Zusammenkraft für Untote, die werden aus dem Garten gestellt und dann sind wir bereit. Ja, okay. Wir müssen also wieder nur ein paar Mobs klatschen. Das ist doch schön. Ein blauer Moa. Ditch. Ich dachte, pass auf, du musst hier runtergehen. Genau in der Mitte. Oh, was ist das denn hier? Oh, verdammt. Folge mir, gibt's auch Events, Alter. Ui, meine Attacke macht irgendwie, die macht Kollateralschaden und, Hier, morgens ihr Orchidee, Heldenherausforderung. Wo? In der Mitte bist du? Okay. Hier. Jo. Dann muss ich diesen Silvari-Turm da irgendwie anwählen, damit ich dies kriege? Oder? Ein angenehmen Blutes. Aha. Okay, ich komme später wieder. Was? Ja, bei mir steht nur, ich komme später wieder. Ich kann da gerade nichts machen irgendwie. Ach so, ich glaube, weil wir müssen Level 11 mindestens sein. Ich glaube, das war das Problem. Ich habe die Orchidee. Was? Ach, du hast die Orchidee? Ich habe einmal morgens die Orchidee gekriegt. Die müssen nachwachsen. Ach so. Die müssen nachwachsen. So, und jetzt hier kannst du hoch. Hier ist gleich Anfang. Das ist ja frech. Deswegen kriege ich die gar nicht. So, ja. Alex, wolltest du mitkommen? Ja, ich komm mal mit dir. Ich laufe hier erstmal. Ich war drauf. Du wirst es verfluchen. Oh, guck mal, da sitzt ein Kätzchen. Ja, der Anfang ist nur einfach. Und jetzt geht's rüber über die Steine. Oh, erster geschafft. Zweite geschafft. Oh Gott. Ich sehe nichts. Oh Gott. Nicht runterfallen. Wieso? Ich komme hier nicht durch.
Was ist das? Keine Sorge, du wirst oft genug sterben. Und jetzt! Nein! Oh, ich stehe in der Luft. Das ist ja toll. Wo? Moment, muss ich mal angucken von unten. Oh! Hui! Oh, ich bin ja hier der Killer. Was ist denn jetzt los hier? Ich komme da gleich. Was habe ich denn dann geschafft? Das ist so der Anfang. Du brauchst, weißt du, wie weit der Weg ist, bis du da ankommst? Du musst auch noch über die bewegenden Dinger, musst du auch noch rüberspringen. Ja, klasse. Neues Event in der Nähe. Ja, was hier, ist ein neues Event? Das ist hier unten. Ich komme doch jetzt nicht runter. Achso, wenn ich in der Reichweite bin. Gib ihm! Yeah! Wenn ich in der Reichweite bin, dann zählt's doch für mich, oder? Juhu! Ausgestandene Wellen. Hier, jetzt geht's richtig zur Sache. Hä? Wo müssen wir jetzt hin? Ach du Heiliger. Ach du Heiliger Strohsack. Oha! Oh, die Fresse. Alter. Oh, der Silvari-Turm hat ein bisschen was abgekriegt, habe ich so das Gefühl. Das Dumpfe. Ihr dürft den Turm nicht kaputt machen. Von wo muss ich ihn jetzt hin? Halt gut. Ja, heilen. Kann man den Turm heilen? Ernsthaft? Die ganze verdorrt. Ich bin noch dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich jetzt hin? Oh Gott, oh Gott. Das ist ja mega verwirrend hier. Was? Da oben? Ja, das wird immer komplizierter, ich weiß. Und wird auch mal schwerer, keine Sorge. Wird nicht einfacher. Alter, wo kommen die denn alle her? Geht doch weg. Nein, ich bin runtergefallen. Scheiße. Bist du gestorben? Nee, ich lebe noch gerade so. So, was müssen wir jetzt tun hier? Hier, hau die weg. Ja. Puing! Machen wir einfach alle kaputt hier. Die sollen hier. Ein aufgestandener. Sind wir hier die einzigen, die da kloppen oder was? Ja, im Moment glaube ich schon. Hier, komm mal her, du Freundchen. Ja, wir machen die einfach alle kaputt. Achso, wir haben aber hier, guckt mal, wir haben schon fast alle Wellen besiegt. Ich bin doch schon die ganze Zeit hier unten am Kloppen. Wieso doof? Ja, genau. Kannst du euch jetzt wieder pflücken? Das ist ja toll, aber das hilft mir nichts. Wiederbeleben, wen kann ich hier wiederbeleben? Ich kann jemanden wiederbeleben? Ja, belebt doch wieder. Wo sehe ich denn da einen Fortschritt? Da ist er, gib ihm! Alex! Ja! Den Dicken! Ich sehe ihn, den Dicken! Oh! Das war's jetzt? Oder haben wir jetzt verkackt? Das war jetzt nur ein Event, ne? Da passiert, aber das Event kommt recht häufig, halt. Das ist so alle. Oh. Ja, aber für mich steht jetzt irgendwie nicht, dass ich irgendwas Tolles gekriegt habe. Ich habe eine geschlagene Hose da gekriegt. Man kann die auch abgeben, man kann untereinander auch tauschen, das war sie wohl auch noch. Ach so, jo. So, wenn du jemand brauchst. Oder? Toll, super, jetzt ist natürlich hier das Ganze. Ich war schon bei den fliegenden Steinen, aber naja. Ja, aber dann fliegen wir noch nicht so. Du kommst im Endeffekt, kommst du. Siehst du da oben den Nebelwanderin, da ganz oben, wo ich hinschaue? Ja, klar. Da ist immer noch nicht gesehen. Da bist du immer noch nicht am Ende. Wie das immer? Oh Gott. Nein, geht noch höher. Ich wünsche dir viel Spaß, mach mal. Ja, das machen wir mal irgendwann offscreen. Ach, Belohnung, Moment, Belohnung habe ich hier. Ja, genau, Belohnung muss auch noch abholen. Belohnung. Oh, hier ist ein Krebs, das ist ja toll. Hau kaputt. Oh. Klong. Aufwappeln. Freigeschaltet oder was denn? So, was habe ich denn jetzt hier schon wieder Tolles im Inventar? Mein Inventar ist bald voll. Ich glaube, ich sollte diese Beutel nicht mehr so viel benutzen. Ich habe ein Ei! Mächtige beschlagene Hose. Ah, jetzt haben wir die F-Tasten. Ah, jetzt kannst du mit F1. Ja, genau. Das habe ich jetzt hier auch schon gesehen. Ja, aber das ist für den Begleiter dann, ne? Also, die Nummern. Die numerischen ist dein Bogen jetzt. Und die F-Tasten dann ist für dein Vieh. Du kannst den jetzt Angriff sagen. Okay. Oder bei Fuß. Habe ich jetzt hier. Das bewachen. Ist ja lustig. Ich habe hier jetzt diesen tollen Stab und der sagt mir, den kann ich erst auf Stufe 80 einsetzen. Warum denn das? Weil du zu blöde dafür bist. Ja, genau, zu blöde. Ich muss Elite-Spezialisierung Druiden freischalten. Das ist toll.
Oh Gott, was gibt's denn hier alles? Viole mit schwachem Blut, spröde Knochen? Ich muss das alles verkaufen hier. Trophäe. Ich kann dir sagen, dass ich so gut wie gar nichts behalte. Ja, nee, ich behalte diese Handwerksmaterialien einfach mal. Du wirst merken, wie schnell dein Rucksack voll ist, und dann schmeißt du die ganze Scheiße sowieso wieder weg. Ja, muss ich. Nee, ich verkaufe jetzt erstmal hier ein bisschen was. Falls der. Bei dem Typen hier oben mit der. Vielleicht kann man dem was verkaufen oder so? Rückkauf? Nee. Rückkauf? Achso, nee, verkaufen, ja, sorry. So, den beschädigten Langbogen, den kann ich doch weghauen. Schrott verkaufen, nee. Ach, den verkaufen wir. Verkaufen, Mama. Wo kann ich den verkaufen? Klipperbatzen. Ah, verkaufen, okay. Beschädigter Langbogen, genau. Weg damit. Die spröden Knochen brauche ich auch nicht. Ach, man kann mal unten Schrott verkaufen. Ganz allgemein. Schrott verkaufen. Ich hab noch, aber ich weiß nicht, ich hab noch mein Ei, das will ich nicht verkaufen. Willst du noch eine mächtige beschlagene Hose? Nee, die hast du selber, ne? Habe ich selber. Okay, ja gut, brauchst du nicht. Noch eine mächtige beschlagene Hose. Brauchen wir nicht. Diese angestaubten Beutel, ich glaube, die hebe ich auf, die mache ich gar nicht. Ich habe neue Schuhe gekriegt. Ach, du hast neue Schuhe auch? Ja, sehr gut. Passt doch. So, wunderbar. Zerbrochene Klauen. Richtig beschlagene Stiefel. Wie viel Geld hast du denn schon? Blöde Bogenkanne weg. Ich bin jetzt bei 6 Gold, 93 Silber, 76. Wie 6 Gold? Wo hast du das? Was? Ach so, von deinem alten Charakter noch, oder wie? Wo hast du so viel Geld her? Mein alten Charakter hatte ich bestimmt, weiß ich nicht, ein paar tausend oder so. Weil ich habe gerade mal 3 Silber und 30 Bronze. Wieso hast du 6 Gold? Alter, ich habe einen neuen... Alter, ich habe einen neuen Bogen gekriegt, den sicher jetzt erst. Und der hat auf... Die haben auch noch Aufwertungsplätze. Die kann man auch noch verstärken. Ja, ja, was machen diese Aufwertungsplätze? Was kann man denn da reinmachen? Da kannst du, wirst du wahrscheinlich irgendwelche Perks reinpacken können. Das weiß ich nicht mehr. Aber der macht 143 bis 158 oh, das Schaden ist ordentlich. Plus 10 Vitalität. Warum habt ihr den noch nicht ausgerüstet? Ja, das fragen wir uns auch mal. Das ist ja echt komisch. Das werden wir jetzt gleich mal sehen, wie wir den ausrüsten. So, dann gibt es einmal hier diese schicken neuen Bogen für mich, was den der Alex noch nicht hat. Bringt es denn irgendwas, diesen Steinanhänger hier zu kaufen oder was das ist hier? So ein Accessoire? Ach, ich würde gar nichts kaufen. Nee, eigentlich nicht. Ich hab damals auch mal einfach gedacht, boah, da kann man die tollsten Sachen kaufen. Ja, aber ich meine, das ist ja... Die Scheiße trotzdem hinterhergeschmissen. Ne? Genau, und irgendwie, das hat sich ja sowieso alles so schnell geändert und dann kriegen wir Sachen, die besser sind. Ja, weiß ja nicht, ob wir, hatten wir gar nicht erwähnt, ne? Also, die Zuschauer, die das nicht kennen, halt, Guild Wars 2 ist kein Pay-to-Win. Du kannst alles mit der Zeit irgendwie auch finden oder so. Das dauert dann eventuell ein bisschen länger oder so. Ja. Aber es ist nicht Pay-to-Win. Das Einzige, was man bezahlen muss, sind die Add-ons. Das ist aber auch wie bei World of Warcraft halt, wenn da irgendwie neue Geschichte rauskommt, dann muss man dafür auch bezahlen. Ja, stimmt. Das ist Prinzip ist das gleiche. Das ist so in meinem Prinzip. Ach, jetzt sehe ich auch hier die unentdeckte Sehenswürdigkeit, die wir noch dann kriegen müssen in der Verdenza. Ja. Und bei der Morgenspirale haben wir die Wegmarke. Okay, sehr schön. Du, ich glaube, du kannst die Orchidee wieder ziehen. Also ich habe die schon. Vielleicht habe ich auch da das Gold her. Ja, das wäre ja frech. Wenn du so viel Gold herkriegst, aber da hat doch bestimmt schon wer anders gezogen. Ja, durch das Event ist das... Nee. Wo sieht man das denn? Neues Event in... Achso, das ist... Das Event gehen wir nicht ein. Das ist auch nur mitlaufen. Morgen ist Orchidee. Ich komme später wieder. Super. Nee, krieg ich nicht. Ich hab sie gekriegt. Ja, was hat die denn gemacht, diese tolle Orchidee? Weiß ich gar nicht. Was kann die überhaupt? Eskortiert Agent Rex. Wollen wir den nicht machen, den Agent Rex? Der ist Stufe 5 Quest. Können wir eigentlich machen. Aber das ist auch wieder ein Begleiter-Quest. Der läuft da links ein bisschen in so eine Höhle rein, da kommt ein Riesenboss. Ja, ist doch, weiß nicht. Vielleicht auf den hast du keinen Bock. Nee? Morgen ist Orchidee. Wir müssen doch sowieso in die Richtung. Doppelklicken, um einen Heldenpunkt zu erhalten. Morgen ist Orchidee. Diese Heldenhöhle ist so schön wie resistent. Niemand weiß, was hier geht. Die Doppelklicken. Echt? Wow! Heldenfachausforderung abgeschlossen. Oh mal geil. Wieso hast du schon eine Heldenherausforderung? Was ist denn da los? Die Orchidee, die habe ich jetzt angeklickt. Ich habe da wahnsinnig viel Erfahrung für gekriegt. Ja, irgendwie schon, ne? Ist ja frech. Ja, du musst doch mal so eine Orchidee pflücken halt. Ich schneller? Frech doch, ey. Ich wusste das nicht mehr. Ja, ist ja egal. Ist ja alles gut. Ich guck doch mal, ob ich irgendwann so eine Orchidee. Ja, den brauchen wir gar nicht mehr hinterherlaufen. Der ist schon weg. Wieso? Nee, ich bin ja hinterhergelaufen. Ich bin dabei. Ich halte es noch offen für dich, hier das Ganze.
Ach, guck mal, was haben wir da wieder alles Tolles gekriegt? Hier, die Monster hier looten super Sachen, muss ich sagen. Guck mal, Knochen. Oh, was hab ich für einen geilen Bogen? Der hat ja ganz neue Schusstechniken drauf. Jetzt kommt hier der Boss-Mob. Ja, ich bin dabei. Ach, der ist schon halb tot. Der ist gar nicht so dramatisch. Oh, der hat mich aber auch schon halb tot gemacht. Nee, wir sind ja noch nicht am Ende. Das ist noch nicht. Achso, das war noch ein Zwischenboss. Okay. Wie habe ich denn die Rolle gemacht? Ja, das machst du mit V oder mit zweimal in dieselbe Richtung. Also zweimal W gedrückt halten. Sehr schön. Wow, was ist das für ein geiler Effekt? Ja, voll cool, ne? Damit kannst du ausweichen. Ist eigentlich echt geil. Wir sind angekommen. Also guck mal, und da hinten ist diese Spionin da. Für ein Event habe ich trotzdem. Stört die Aktivität. Silber-Emblem gekriegt. Okay, das nächste Herzchen machen wir. Was will die denn? Sprecht mit Alarin, um in der Wilddonnerhöhle zu gelangen. Seid ihr erstmal in der Höhle, besiegt die Albtraumduellanten. Oh Gott, das will ich gar nicht. Aber warte, noch, die Quest ist noch nicht fertig hier. Was? Ich hatte. Zeigt mir, was ihr habt. Was hat denn der hier? Und der Gerüchte zu benutzen. Mhm. Spion-Kit. Auch so ein Spion-Kit? Das können wir. Was ist denn ein Spion-Kit? Was ist denn ein Spion-Kit? Das ist ja nicht so ein Hund. Ja, irgendwie schon. Hä? Macht das irgendwas Tolles? Ach so, da ich habe ja Stufe 6 Aktivität. Ach, vielleicht macht das unsichtbar. Stört die Aktivitäten des Albtraumhofs. Ab Stufe 6 ist rot. Hören wir noch nicht. Wir sind 5. Ach so, okay. Ja, gut, dann müssen wir das mal lassen. Ja, aber da war ich unten noch ein Herzchen. Und ich komme mir jetzt so ein Spion-Kit, just for fun. Mal gucken. Wo ist denn. Da liegt Geld? Nee. Nein, da liegt nicht Geld. Oh, warte mal. Habe ich das Spion-Kit jetzt? Nee, habe ich nicht. Was ist denn das für ein Geld? Wieso hast du so. Ach nee, das ist so ein unsichtbare Typ hier. Den sehe ich ja jetzt erst. Ja. So, kaufen wir mal eins. So. Ach, den habe ich doch schon gehabt, den Rex. Ja, genau. So, was macht denn das Ding? Hier, heil, was will er denn? Tun wir das? Warte, was habe ich hier? Oh, ich habe eine mächtige Rohlederweste. Cool, das ist doch toll. Die legen wir mal an. Hier, guck, sprech den an. Hier kann man was machen. Wen? Sobald ihr bereit seid, könnt ihr die Verkleidung anlegen und euch in Wilddorn einschleichen. Hier, sprich den an, den Alarin. Ach so, wir brauchen die Verkleidung dafür. Ah. Ich bin bereit. Ich werde tun, was. Oh, Zwischensequenz. Aber ohne Ton. Oi. Ich habe auch keinen Ton. Komisch, ne? Ja. Oh, jetzt kommt Ton. Jetzt kommt Musik. Bisschen Musik. Was geht denn jetzt? Ach du Scheiße, interagieren? Was? Wow, und jetzt? Okay. Wer bin ich denn jetzt? Nein, sind wir irgendwie anders. Kommen. Aber cool, du bist neben mir. Hallo. Und unsere beiden Dschungelpirscher sind auch noch da. Okay, was können wir denn hier machen? Also sprechen. Besiegt die Albtraumduellanten, beruhigt die Hunde, räumt die Dornbarrieren beiseite und helft den Gefahr. Oh Gott, was müssen wir denn alles machen? Wie lange willst du deine Parts machen? Das ist egal. Ich schneide die hinterher dann zurecht. Ach so, okay. So. Ja, ich wollte noch fragen. Oh, ich hab Erfahrung gekriegt und ich hab gar nichts gemacht. Was ist denn jetzt los? So, was ist mit dem Hund? Helft dem Hund. Ich rede mal. So, Hund wurde geholfen. Ach, das ist ja eine tolle Quest. Die gefällt mir hier. Helft dem Hundchen. Da ist ein Entdeckungspunkt. Ach, hier ist ein Entdeckungspunkt. Gefangen. Alex, komm mal zu mir, hier. Ach ja, da ist so ein Entdeckungsding. Stimmt. Oh, gehen wir mal hin. Was haben wir? Stufenaufstieg? Nur weil ich das entdeckt habe? Okay. Ich hätte auf 112, glaube ich, gekriegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ein Spieler. Interessant ist, dass die sich ausgefallene Namen haben. Oder ist das kein Spieler? Das ist ein Spieler. Ja, das ist ein Spieler gewesen. Aber guck mal hier, diese Dornbarrieren. Die müssen wir auch aus dem Weg räumen. Das ist auch für unsere Quest. Und dann hier die. Oh, mit dem Welpen spielen. Ja, super. Hier ist ein Heldenpunkt. Hier ist ein Heldenpunkt. Ein Heldenpunkt? Ich haben. Wo ist ich bin schneller als du. Wo siehst du immer diese Heldenpunkte? Ich wühlt ihn. Wieso siehst du sowas immer? Wow, Heldenherausforderung. Aua. dann viel Spaß. Oh. Ich hab sie platt gemacht.
So. Zählt das jetzt mit für mich? Alter, wie viel. Oh, das gab ja richtig Erfahrung. Dunkler Dorn für Heldenherausforderung habe ich bekommen. Ja, wieso kriege ich das jetzt nicht? Oh, cool. Ich kann eine. Oh, ich krieg eine Belohnung. Ein Eisengroßschwert oder eine geschmeidige Holzfackel. Hier. Ey, wieso werden wir schon wieder angegriffen? Was ist da schon wieder los? Weil ich dann immer wieder ausbuddel. Dann lass den doch mal stecken. Und Event Erfolg. Was machst du denn da immer? Ja, gut, ich kann dann immer wieder ausbuddeln. Hier, guck da. Hast du das gelbe Symbol hier nicht? Ja, doch, ich habe das gelbe Symbol. Aber dann untersuch doch mal. Ja, gleich. Ich will jetzt dann erstmal gucken. Kriegst du Erfahrungspunkte an. Nehme ich ein Eisengroßschwert oder nehme ich die Holzfackel? Ey, ich hau da voll auf den Kacke. Nehme ich meinen Panzer oder nehme ich, weiß ich nicht, meine Kalaschnikow? Ich nehme die Kalaschnikow, würde ich sagen. So, gucke mal hier. Passe auf. So. Hä? Wieso kann ich damit nichts machen? Lasst es bleiben. Untersuchen, ja, ich kann untersuchen und dann sieht aus, als wäre ein Gebietsmarkierung. Und da kann ich nur sagen, lasst es bleiben. Wieso kann ich da nie was mitmachen? Komisch, ich gehe da hin, ich drücke F. Durchwühlt und findet. Und jetzt geht's los. Wieso kannst du das? Und wieder Gold gekriegt für die Herausforderung. Was ist da los? Wieso? Wieso? Ich krieg dafür gar nichts, glaube ich. Warte mal, ich guck mal in mein Inventar. Du kriegst nochmal, ich mach's dir nochmal an. Erschreckte Dornwölfe getötet. Okay, so, gucken wir mal. 1 von 2? 2 von 3. Ja, Event erfolgreich. Aber. Da siehst du. Hä? Aber ich krieg keine Belohnung dafür oder so. Ich hab Belohnung gekriegt. Was hast du denn jetzt alles? Ich habe immer noch 3. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht geguckt, was das ist. Guck mal im Inventar. Ich habe jetzt 3 Silber und 16 Bronze. Was war das? Holz da. Ach, das ist. Hier, was ist denn in dem Säckchen drin? 2 Silber. Nee. Ich habe. Ja. Ich hab nichts bekommen. Okay, gut. Guck mal hier, kennst du meinen Bären schon? Was? Hier, guck mal, warte mal. Warte. Nein. Achtung, Achtung, bleib mal hier. Achtung. Was? Hast du ihn gesehen? Der Bär? Ich hab Bär. Achso, wenn ich angreife hier mit meinem Schwert, dann kommt ein Bär. Bei mir zumindest. Ich habe keine Grafikkarte, der zeigt mir. Achso, okay, zeigt er dir nicht. Na gut. Cool. Ich brauche kurz eine kurze Pause. Okay, dann machen wir eine kurze Pause, dann beenden wir hier mal die Aufnahme. Und machen ein kurzes Päuschen. Skalaisch. Danke fürs Zugucken.